Herzlich willkommen bei Mr. Kuno 7011. Heute mal wieder ein Unboxing. Und zwar geht es darum, dass ich zum ersten Mal eine Loot-Räder habe. Eine Loot-Räder-Box. Ja, dann werden wir mal gucken, wie wir sie aufkriegen. Hier habe ich mein schönes Messerchen. Extra für Unboxing. Mal sehen, ob ich es aufkriege. Ja. Mal wegpacken an der Seite. Nicht stört. So. Dann wollen wir mal die schöne Box aufmachen. Ich bin mal schon mal gespannt, was da drin ist. Ich habe lange drauf gewartet. Und heute kam sie endlich. Zack. So. Mal gucken, was da drin ist. Oh, oh, oh. Ich sehe schon was Schönes. Ein Basecap. Und ich glaube, das ist von Zelda. Ist das richtig? Ich glaube, ja. Steht hier vielleicht noch was drauf? Ja, hier. Zelda. Könnt ihr sehen, ja? Zelda. Hinten ist auch nochmal ein Emblem drauf. Ganz toll. So. Das ist also das Basecap Original. Steht dann sogar noch mit drauf. So, packen wir erstmal hier hin. Das Messer packen wir erstmal ganz zur Seite. So. Was haben wir denn noch hier Schönes? Ah, eine Smiley-Dose. Mit einem Stern als Stern. Dürften Bonbons drin sein. Ja. So. Was haben wir denn hier noch? Oh, das sieht nach einem Schlüsselanhänger aus. Multitool. Ganz was Feines. Auch von Zelda. Aha. Mit verschiedenen Sachen als Multitool. Mehrfach zweckmäßiges Werkzeug. Mhm. Das ist ja toll. Und richtig schwer. Packen wir mal hier hin. Das Beste heben wir uns, glaube ich, noch auf. Oh, da wird sich mein Sohn drüber freuen. Über die Stickers. Jo, Mario. Von Super Mario. Alle so die bekanntesten drauf. Einige fehlen noch. Was haben wir hier noch Schönes? Loot-Räder Shop. Mhm. Muss ja mal gucken, ob hier irgendwo vielleicht noch ein Code drauf ist. Vorher, bevor ich das umdrehe. Nee, ist nur als Hinweis, dass sie jetzt auch einen Shop haben, wo man die Sachen extra bestellen kann. Einzeln. So. Was haben wir hier noch? Papier. Braucht keiner. Können wir wegschmeißen. Gleich in die Mülltonne. So. Was haben wir noch? Ach, hier haben wir jetzt die Karte. Was alles so drin sein könnte im Paket. Ja. Aber eins haben wir noch und dann gucken wir, ob wir alles drin hatten. Und jetzt kommt das beste Stück. Ein T-Shirt. Juhu, ein T-Shirt. Oh.
Das ist toll. Könnt ihr das sehen? Hervorragend. Das ist cool. Das gefällt mir. Jo. Packen wir das einmal hier hinten zur Seite. So. Erstmal ein bisschen Platz schaffen. Zack. Das hier weg. So. So, dann haben wir das T-Shirt gehabt. Basecap ist drin. Hier sind die Stickers. Und sonst war das, glaube ich, als Heft gemacht. Jetzt haben wir das nur noch als Kärtchen. Ja. Hier ist der Schlüsselanhänger. Haben wir hier. Genau. Ja. Das waren die Bonbons. Die kosten sogar 5,90 Euro die Dose. Mit Inhalt. Und das T-Shirt kostet 19,90 Euro. Und das Basecap auch, glaube ich, ja. Ich kann es nicht mehr so genau erkennen, weil meine Augen sind mir schon ziemlich doll schlecht geworden jetzt. In der Zeit. Jo. Ich würde sagen, es ist alles drin. T-Shirt, Basecap, Schlüsselanhänger oder Multitool. Das ist ja ein Multitool. So. Jo. So, mal sehen, wann die nächste Loot Raider kommt. Das nächste Paket. Zwei kommen noch davon. Mal gucken, ob wir das dann weiterhin bestellen oder vielleicht mal eine andere Box nehmen. Da gibt es ja noch mehr Firmen davon. Mal sehen. Okay. Jo, das war es dann erstmal. Das erste Unboxing von Loot Raider. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr noch mehr Sachen davon sehen möchtet, könnt ihr ja ganz gerne mal in die Kommentare schreiben. Ob das euch gefällt, sowas, wenn ich das mache. Jo. Gut, Leute. Dann werde ich mich erstmal wieder verabschieden für heute. Bis zum nächsten Mal. Sagt euer Kuno. Tschüss.